Yo, endlich haben wir die Top 3 im DMC-Modus, im kostenlosen Extraction-Loot-Shooter von Call of Duty. Wer kennt's nicht? Die Waffen haben sich so ein bisschen einsortiert jetzt in der Season 1, in der Beta sozusagen vom DMC-Modus. Und wir wussten ja schon immer, dass die LMGs sehr, sehr, sehr stark sein werden in dem Modus. Jetzt ist es offiziell mehr oder weniger. Wir haben eine schöne Top 3 und sie wird euch überraschen, denke ich, hier und da. Vor allem, was Platz 1 angeht. Leute, wenn euch das Video gefällt, ich würde mich sehr über ein Like und ein kostenloses Abo freuen. Aber jetzt erstmal, let's go mit Platz 3. Auf Platz 3 haben wir den Sieger der Entrechneten, der Rächer, der... es ist jedenfalls nicht die EBR, wer das jetzt denken mag. Und zu unserer aller Überraschung ist auf Platz 3 die SO-14. Es ist ein Kampfgewehr. Unglaublich aber wahr, diese Waffe ist momentan im DMC-Modus extrem stark, weil verschiedene Punkte machen sie zu einer Ausnahmewaffe im DMC-Modus. Sie verbraucht nämlich... Im Gegensatz zu der EBR keine Scharfschützenmunition, sondern Sturmgewehrmunition. Das heißt, der Nachschub an Munition ist unendlich. Sturmgewehrmunition bedeutet, ihr könnt sie von den RPKs nehmen. Von allen Sturmgewehren, die auf dem Boden liegen, könnt ihr permanent die SO-14 aufladen. Und gleichzeitig ist sie trotzdem sehr, sehr, sehr präzise, sehr, sehr schnell, hat eine viel höhere Schussrate als die EBR. Gerade wenn ihr Massen an Gegnern vor euch habt, die ganzen Bots, dann könnt ihr sie viel, viel leichter dezimieren. Auch Tier 2 Gegner mit den Zweierplatten sind relativ schnell und leicht zu killen. Und dabei bleibt die Waffe auch noch präzise mit relativ wenig Aufsätzen. Im Solo-Modus oder auch generell spielt man sich sehr, sehr gerne mit einem Schalldämpfer. Und hier in dem Fall einem VLK-4 Visier. Im Grunde genommen habt ihr hier relativ große Freiheiten, die Waffe zu morden. Das ist ein sehr, sehr bekanntes Bild, was wir hier sehen. Und das Tollste an der Sache ist, dass ihr die SO-14 auch in den Buy-Stations kaufen könnt. Natürlich nicht in der perfekten Modifikation, das ist ganz klar. Aber in der Regel bekommt ihr mindestens einen Rotpunktaufsatz auf die SO-14. Und damit habt ihr schon eine sehr, sehr schlagkräftige Waffe. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie viel die Waffe kostet. Ich meine, ich habe sie für ungefähr 14.000 gesehen. So 11.000 bis 15.000, irgendwas in dem Bereich, glaube ich. Lässt sich in der Buy-Station kaufen, also in der Runde. Das heißt, ihr könntet rein theoretisch euer Stash so ein bisschen auffüllen mit SO-14-Waffen. Dadurch, dass die Waffe leicht zu morden ist, leicht zu kriegen ist und vor allem sehr, sehr leicht zu leveln ist, würde ich sagen, ihr gebt der Waffe einfach mal einen Versuch und schaut euch das an. Vielleicht überrascht euch das Ganze genauso wie mich. Kommen wir jetzt zu den Giganten, den dominanten Waffen oder der dominanten Waffenklasse im DMC-Modus. Und zwar den LMGs, den Maschinengewehren. Hier ist es im Grunde genommen so, dass alle Maschinengewehre sehr, sehr, sehr stark sind und eine Klasse für sich sind im DMC-Modus. Es ist nämlich so, dass das relativ langsame ADS-Verhalten nicht so sehr ins Gewicht fällt in dem DMC-Modus. Dafür die hohe Schussrate, die große Magazinkapazität, die Verfügbarkeit der Schalldämpfer und so weiter und so fort, die LMGs und vor allem die hohe Genauigkeit auf lange Distanzen natürlich nicht zu vergessen, die LMGs zu einer Ausnahmeklasse machen im DMC-Modus. Jetzt hat sich aber eine LMG besonders hervorgehoben und ich glaube, wenn ich jetzt sage, dass diese Waffe auch im Warzone 2 Battle Royale Modus besonders bekannt geworden ist und dominiert, dann wissen die meisten, wovon ich rede, und zwar von der RPK. Die RPK ist eine Waffe, die wir schon als Blueprint bekommen können, ganz, ganz früh im Spiel. Und zwar müssen wir dafür den Waffenkoffer einzollen. Ich habe dazu ein separates Video gemacht. Könnt ihr euch gerne anschauen, wenn ihr da Tipps und Tricks braucht, wie ihr schnell in die Koffer kommt. Ihr bekommt insgesamt 7 Koffer. Aber bereits im allerersten Koffer ist diese wunderschöne Waffe drin, die Warnbrand. Und ja, die Warnbrand ist praktisch schon eine sehr, sehr gute, hat schon eine sehr, sehr gute Grundausrüstung. Da müssen wir eigentlich nicht mal viel verändern. Das Allerwichtigste, was man aber machen sollte, gerade für mich als Solo-Enthusiast, also Leute, wer Solo, DMC noch nicht Solo gespielt hat, spielt's mal Solo, es macht wirklich Spaß. Aber eine andere Geschichte. Also Schalldämpfer, gibt es hier zwei Schalldämpfer zur Auswahl. Und zwar ist das einmal die Polarfeuer und die Castovia DX90. Das Castovia sorgt dafür, dass sie ein besseres Recoil-Verhalten bekommt. Das heißt, die Waffe lässt sich besser kontrollieren auf lange Distanzen. Ist deswegen, sagen wir mal, vielleicht für den Anfang gar nicht schlecht. Aber durchgesetzt hat sich das Polarfeuer, weil wir hier einfach mehr Schaden auf größere Distanzen haben und die effektive Reichweite hier und da eine größere Rolle spielt als das Recoil-Verhalten. Denn es ist so, dass in Call of Duty mit der Entfernung der Schaden abnimmt und diese Schadensreduktion wird durch die Reichweitenerhöhung stark reduziert. Deswegen an dieser Stelle das Polarfeuer. Noch eine schöne Skin dazu auswählen und here we go. Die zweite Sache, die wir ändern können, ist die Munition. Und zwar ist hier die Brandmunition drauf. Diese Brandmunition brauchen wir nicht. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, panzerunterbrechende Munition zu nehmen. Die wurde jetzt aber ganz stark genervt.
Also wir haben heute den 25.11., die wurde, ich meine, gestern oder vorgestern, am 23., glaube ich, am 23.11. wurde sie stark genervt. Ich persönlich finde momentan keine gute Munition in diesem Bereich, deswegen lasse ich die gerne weg. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten, diesen Lehrenden zu nutzen, und zwar sehr, sehr, sehr sinnvoll zu nutzen. Die erste Möglichkeit ist der Griff, und zwar wird hier sehr, sehr gerne der Demo-Griff gespielt. Wenn ich euch dieses Bild jetzt hier zeige, das ist ein absolutes Standardbild. So ist die Waffe wirklich eine Top-in-Class-Waffe, eine Top-Variante. Der Demo-Griff sorgt nochmal für besseres Recoil-Verhalten, damit ist die Waffe nochmal stabiler auf mittlere und lange Distanzen. Genau so würde ich sie also auch empfehlen, so wird sie gerne gespielt. Jetzt gibt es aber eine Ausnahme, einige hassen es, meine Wenigkeit auch, mit dem großen Magazin diese hohe Nachladegeschwindigkeit zu haben. Natürlich sind 75 Schuss drin, es ist einfach göttlich, es ist ein Traum. Aber es gibt wirklich Leute, die kommen damit nicht so gut klar. Und da lohnt sich auf jeden Fall, auf das 40 Schuss Magazin zu wechseln. Es ist eine Ausnahme, es ist nicht für jedermann was. Und dadurch, dass wir jetzt auf einen Slot verzichten müssen, muss hier der Demo-Zweigriff wieder raus. Das heißt, das wäre eine Alternativvariante. Sehr hohe Nachladegeschwindigkeit, nur noch 40 Schuss, etwas schlechteres Recoil-Verhalten, aber die Sicherheit, durch die kurze Nachladezeit wieder die Waffe schussbereit zu haben. Und so hat sich die RPK also genauso wie im Battle Royale-Modus jetzt auch im DMC-Modus durchgesetzt. Ist eine dominante Waffe ihrer Klasse, wird eigentlich kaum noch eingeholt von anderen. Das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen, muss man sagen, und hier und da auch persönliche Präferenz. Aber die RPK ist momentan einfach top in class, wenn vielleicht auch nur knapp, muss man dazu sagen. Sie ist eine sehr, sehr genaue Waffe auf mittlere, lange Distanzen, sehr, sehr genau. Und diese standardmäßige 75-Schuss-Magazin sowie die Möglichkeit, eine Blueprint mit Koffer Nummer 1 zu bekommen, macht sich schon außergewöhnlich hilfreich, nützlich und sehr, sehr früh verfügbar. Ladies and Gentlemen, wir heißen Platz 1 willkommen. Und zwar ist das die Victus. Jetzt haltet euch fest, Basileus. Scharfschützenwaffen sind im DMC-Modus ebenfalls sehr, 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 sehr stark, weil sie halt schwere Gegner mit einem oder zwei Schüssen rausnehmen. Die Munition ist zwar nur begrenzt, teilweise auf 30, auf 40 Schuss, aber dadurch, dass ihr auch nur eine Kugel braucht pro Gegner, haben sich Scharfschützenwaffen zu einem sehr, sehr, sehr nützlichen Tool entwickelt, weil ihr Gegner damit lautlos, mit Schalldämpfer und aus riesigen Entfernungen ausschalten könnt, also eine Zone bereits säubern könnt, bevor ihr sie überhaupt betretet, und vor allem High-Value-Target-Ziel, also Bosse oder irgendwelche Tier 2 oder Tier 3 Einheiten, ebenfalls super leicht ausschalten könnt. Jetzt haben sich in Warzone und Modern Warfare zwei Waffen besonders durchgesetzt, und zwar ist das einmal die SPX-80, die ist bekannt für ihre Leichtigkeit, Geschwindigkeit. Sozusagen ist die SPX-80 die Quickscope-Waffe schlechthin. Und wir haben die MCPR, die sich ausgezeichnet hat durch ihren hohen Schaden, Genauigkeit und Reichweite. Also sozusagen das Standard-Scharfschützengewehr im Warzone 2-Modus. Jetzt hat eine neue Waffe diesen Ring betreten, und zwar ist das die Victus XMR. Sie ist bei Release extrem stark gewesen und wurde bereits genervt wegen ihrer Überstärke sozusagen. Und zwar war das so, dass sie Gegner mit einem Kopfschuss killen konnte, instant mit One-Tap, auch wenn die Gegner drei Platten anhatten. Also drei Plattengegner konnten gewontötet werden. Das ist natürlich genervt worden, das war auch so wahrscheinlich nicht beabsichtigt. Activision hat auf jeden Fall sofort eingegriffen, hat die dann genervt, mittlerweile geht das nicht mehr. Aber trotzdem ist sie natürlich noch in dieser Range, extrem viel Schaden rauszuhauen, sehr, sehr schnell zu sein, sehr genau zu sein, auf hohe Reichweiten sehr, sehr präzise zu bleiben. Du kannst natürlich einen Schalldämpfer drauf machen, wie bei allen Scharfschützengewehren. Und auch hier habt ihr die Möglichkeit, schon frühzeitig eine Blueprint zu nutzen, also einen Bauplan einzubauen, sodass ihr schon eine fertige Waffe habt, die ihr nur noch minimal modifizieren müsst. Diesen Bauplan bekommt ihr im Battle Pass, das ist die sogenannte Basileus. Wenn wir uns die jetzt mal genauer anschauen, dann ist die Basileus schon in einem sehr, sehr guten Grundzustand. Aber leider nicht komplett. Also wenn sie Best in Class sein soll, dann müssen ein paar Sachen verändert werden. Das muss sein. Und dafür müsst ihr nun mal zum einen die Signal 50 etwas leveln und zum anderen die Basileus selbst, also die Victus XMS ein bisschen leveln. Ich glaube auf Stufe 3. Und dann solltet ihr schon alle Bauteile dran pappen können. Das erste ist der Lauf, und zwar ist das der MEC 833 Super, und diesen brauchen wir, um eine höhere Reichweite zu bekommen, mehr Schaden auf lange Distanz. Das macht die Waffe insgesamt nochmal sehr, sehr viel tödlicher. Und das zweite ist die Munition, und zwar hat die Waffe Zugang zu dieser wirklich krassen Explosivmunition. Mal gucken, ob die genervt wird in nächster Zeit. Momentan ist sie halt extrem stark, und das ist die Kombination. Jetzt können wir sie natürlich noch ein bisschen modifizieren, weil so ist noch nicht ideal, aber im Grunde genommen reichen die beiden Aufsätze, dass eben diese Waffe tödlichen Schaden auf sehr, sehr lange Entfernungen macht, in hoher Geschwindigkeit.
Wenn ihr jetzt sozusagen das Metabild noch haben wollt, dann nehmt ihr erstmal dieses Dreibein hier ab und bei der Mündung kommt natürlich wieder ein Schalldämpfer drauf. Momentan ist hier bei meinen Schalldämpfern das Nilsort 90 mit Abstand das Beste. Also hier kommt das Nilsort 90 drauf. Den Schaft würde ich erstmal so lassen und das Einzige, was man jetzt noch verändern kann, das ist aber reine Präferenz, ist das Scope. Hier ein Scope eurer Wahl. Das Traxxon Prime 90 auch standardmäßig drauf ist, ist mir ein bisschen zu krass vom Zoom her. Das VLK 40, was ich sehr, sehr gerne benutze, ist ein bisschen zu underperforming, also Vierfachvergrößerung ist dann doch ein bisschen zu wenig. Und deswegen nehme ich, beziehungsweise wird auch allgemein sehr gerne genommen, das SZ Bullseye Visier. Das ist so ein Mittelweg mit 6-fach Visier, mit 6-fach Zoom. So haben wir einen schönen Mittelweg zwischen den ganzen Zoom-Faktoren. Aber das ist wirklich persönliche Präferenz, was euch am besten liegt. Und so ist die Waffe in einem super Zustand und kann für den DMZ-Modus eingesetzt werden. An dieser Stelle wieder vielen Dank für die Kanalmitglieder. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich freue mich schon aufs nächste Video und bis dahin verbleibe ich. Wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und sauber. Bis zum nächsten Mal. Hasta luego und hasta la vista. Basis. Leite jetzt Zahlung ein.